2.11. um 15.19 Uhr ereignete sich auf der B55 im Bereich der Ortslage Olpe ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Der 38-jährige Fahrer eines Notarzteinsatzfahrzeugs fuhr die Bundesstraße talwärts in Richtung Rohnewinkel und geriet in Höhe der Überführung der Hatzenbergstraße aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Kleintransporter eines 47-jährigen Mannes. Dieser wurde in Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Olpe befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs und sein 38-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Der Notarztwagen befand sich nicht auf einer Einsatzfahrt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Kleintransporterfahrers wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, die Unfallaufnahme und die Ermittlungen dauern derzeit noch an.